Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn wir über die deutsche Energie- und Wirtschaftspolitik reden, müssen wir auch den Mut haben, über den nationalen Tellerrand hinauszuschauen. Im Koalitionsvertrag ist viel die Rede vom Wirtschaftsstandort Deutschland. Er wird hochgehalten wie eine heilige Kuh. Aber wir müssen doch sehen, unser Wohlstand, den wir hier haben, geht zum großen Teil auf Kosten des globalen Südens. Das müssen wir ändern. Für mich selbst sind Internationalismus und Solidarität eine Herzensangelegenheit. Deshalb hatte ich die Gelegenheit, in der letzten Woche beim Weltsozialforum in Brasilien anwesend zu sein. Wir konnten gemeinsam mit Kleinbäuerinnen aus dem Amazonas reden. Sie waren verzweifelt und haben geweint. Ihre Existenzgrundlage ist von Großgrundbesitzern bedroht. Und diese Großgrundbesitzer, meine Damen und Herren, profitieren von deutscher Wirtschaftsförderung. Statt die Mittel zum Schutz des Regenwaldes zu nutzen, die sie bekommen, holzen sie diesen Regenwald ab, um billiges Soja zu produzieren für die deutsche Agrarindustrie. Diese Politik muss ein Ende haben. Und Herr Altmaier, ist sogar da. Sehr schön. In Brasilien arbeiten deutsche Regierungsagenturen tatsächlich mit Bergbauriesen zusammen. Sie tragen damit Verantwortung, auch für Umweltkatastrophen, auch für das Anheizen des Klimawandels. Das ist eine Politik, Herr Altmaier, die Sie vielleicht mit dem Namen fairer Welthandel beschreiben würden. Aber wir sagen, das ist das Gegenteil von fairem Welthandel. Das ist Ausbeutung, das ist Energie-, Sozial- und Klimapolitik eine Katastrophe. Aber warum tun Sie es dennoch? Sie machen es für billiges Soja, billiges Fleisch und Holz, um den europäischen Hunger nach Rohstoffen und billigen Nahrungsmitteln zu befriedigen. Das nenne ich Ausbeutung, und wir sagen als Linke, wir wollen das beenden. Und wenn Sie dann sagen, und es kam in Ihrer Rede ja mehrmals vor, Sie wollen die soziale Marktwirtschaft stärken, dann sage ich nur, Frau Merkel war die Ehrliche. Sie hat von einer marktkonformen Demokratie geredet. Und wir sagen ganz klar, wer alles gnadenlos dem Markt unterordnet, zerstört Demokratie, er fördert sie nicht. Wir müssen diese Wirtschaftspolitik beenden. Wir müssen dafür diese Wirtschaftspolitik beenden gegenüber dem globalen Süden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Länder des globalen Südens nicht in der Klimakatastrophe untergehen. Wo bleibt denn der Kohleausstieg? Keine Rede davon, auch in Ihrer Rede. Wir als Linke werden hier nicht locker lassen. Wir werden immer wieder daran erinnern, auch an den globalen Süden und auch an den Kohleausstieg. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Beutin. Und der letzte Redner in dieser Runde, Frank Junge.